sind heute unterwegs bei der Unternehmensgruppe Goldkuhle. Bei einigen werdet ihr das sicher schon gesehen haben. Die Location ist leider ziemlich rumgegangen im Moment. Und wir gucken einfach mal, wie sehr sich das innerhalb von ein paar Tagen verändert hat, das Ganze. Was ist denn das? Das ist ja wohl die kleinste Praline, die längste Praline. Was ist das für ein kleiner Monitor? Okay. Oha. Kassensysteme. Jede Menge. Geil. Das ist ja wohl ein geiler Raum. Also ich weiß nicht, da wo ich meine erste AOL-CD im Briefkasten hatte, wäre das hier wahrscheinlich mein Traumzimmer gewesen. Auf jeden Fall. Also das sind alles Kassensysteme hier, ne? Und guck mal, also die Location muss ja relativ frisch sein, sonst wären die ganzen Kabel und so alles schon weg, ne? Ja, ja. Ich denke mal, eine Woche ist die jetzt drin. Also Kabeldiebe sind auch nicht mega aktuell, weil hier könnten sie schon gut rausräumen aus dem Raum hier. Aber die lohnt sich schon bei den Wochenspielen so komplett. Ach du Scheiße. Und dann die armen Enten. Hier, ganz frisch. Stimmt. Das kann noch nicht so lange sein. Ach, da, Farbeimer da. Ja, stimmt. Ja. Ja, ganz frisch. Riecht auch. Das Ding hier anzünden. Krass. Alter. Ja, guck mal, beim It's Marvin haben sie doch diesen Typen, der da schon. Ne? Wahrscheinlich ist das auch so ein Otto, der hier die Sachen anzündet und so. Ja, aber so sah das nicht aus. Ich habe ja jetzt schon bei einigen YouTubern das gesehen und. Ist alles relativ frisch hier. Ach du Scheiße. Du kannst echt sagen. Ich kann froh sein, dass wir jetzt noch hier durch noch mal. Ach, guck mal, von irgendeiner Feier hier. Goldkuhle Event 2007. DVDs. Die ganzen Schlüssel hier, guck mal. Was denn? 2013 war es alles noch. Ja. Goldkuhle. Was ist das denn hier für eine schöne Holzbox? Guck mal, da waren Uhren vielleicht für die Mitarbeiter, die 10 Jahre hier gearbeitet haben oder so. Ja, aber echt ein schöner Kasten. Richtig schöner Holzkasten. Was muss denn mit dem Typ?
Typen nicht stimmen. Jetzt mal ganz im Ernst, ne? Da muss man doch einfach schwer gestört sein für. Also Freunde, diese Location hier, ne? Die ist wirklich erst seit ein, zwei Wochen bekannt, so richtig. Verschiedene YouTuber haben hier halt Videos gemacht und es ist so krass zerstört seitdem. Hä? Was denn? 2019. Hä? Ja. Es ist sehr spezielle Tapete, würde ich sagen, hier und Boden. Sehr, sehr speziell. Ach, guck mal, hier sind auch Muster. Wie geil sieht das denn aus? Hier sind verschiedene Muster. Ach. Es ist eigentlich richtig traurig, ne? Guck mal, hier sind diese Wiesen. Alles Wiesen. Da auch. Alles Wiesen. Ja. Aber die sind richtig geil, ne? Ja, ich hab die auch bei mir im Badezimmer. So eine? Ja. So krasse? Ja. Nicht so eine hier? Nein. Eine richtige Farbe. Okay. Kostet aber viel, ne? Ja. Guck mal, hier sind richtige Dingsbücher, ne, wo du dann aufmachen kannst. Dann hast du da die verschiedenen. Ach, krass. Guck mal. Da auch. Stimmt. Richtige Riesenmappen. Ja, jetzt muss ich mal. Geil. Dick das ist. Eine Seite so. Ja, ist ein richtiger Belag drin halt jedes Monats. Wir werden jetzt wieder nach unten uns vorarbeiten. Und hier sieht es krasser aus sogar noch. Also, Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Alter. Ist das da, wo wir nicht reinkommen, die Tür? Ja, gehen wir erstmal hier, ne? Ey, man könnte meinen, das Ding. Also, es ist halt vor einer Woche noch nicht so gewesen. Also kein Scherz, ne? Guck mal hier. Was für ein geiler Raum. Guck mal, was die gemacht haben. Ja, das hat allerdings auch schon ein Video gepostet. Oh. Ja, schön hier. Guck mal, das haben sie alles noch gelassen. Das ist aber nett. Pfeffer. Salz fehlt schon. Damit macht man die Flaschen zu. Oh, hier haben richtig schöne. Das ist Metallgläser, klasse. Das ist aber auch ein schönes Ding hier. Ne, also behaltet euch das hier so im Auge mal, weil das wird es bestimmt auch in der Woche so nicht mehr so da drin stehen. Ja. Was sind das eigentlich für Dinger? Ist das so ein Teppichmach-Ding-Gerät? Weil das war da hinten auch schon. Überall sehe ich die. Scheiße. Sind so Walzen vielleicht. Guck mal, haben die Tinte reingeschüttet, hast du recht, ey. Ja. Das Coronavirus hat alles hier, die ganze, das normale Leben schon beendet. Die Krankenhäuser, alles sind komplett zerstört. Ich bin der einzigste Überlebende noch, glaube ich. Es ist niemand mehr da. Ah! Mario! Hey, was machst du denn hier? Du hast auch überlebt. Ja, ich mache gerade Zigarettenpause. Ja, geil. Das ist mein Raum hier. Ja, also bin ich doch nicht alleine auf der Welt. Ach, cool. Kannst du den Mario noch... Kannst du auch hinsetzen. Das ist aber nett von dir, danke. Ja. Ja, du bist der Fotomeister. Du musst die Fotos machen.
Also hier auch wieder so Technikabteilung. Hier so Kommissionssachen oder was das ist, ne? Also wo die Leute dann damit rumgehen. Und zwar alles, ne? Hier diese ganzen Dinger. Keine Ahnung, ob die dann hier repariert wurden, auf den neuesten Stand gebracht wurden. Oder. Ne? Guck mal da, diese ganzen Kommissionsapparate. Oh ja. Das ist wahrscheinlich eine der letzten, die angeklopft wird. Der Kopierer. Der ne? Habe ich ja. Ein Video gesehen, der stand ja. Da drin. Ne? Jetzt steht er hier draußen. Eingestürztes Dach. Wir sind jetzt hier im Serverraum. Hier wurde auch schon echt verwüstet. Die Kabel durchtrennt. Wahrscheinlich wurden hier Elemente rausgenommen schon, ich weiß es nicht. Ja. Ja, das ist so krass, ey. Aber was so ein Betrieb an Elektronik hat, ne? Mega. Ja gut, die ganzen Kassen und dies und das, ne? Also kommt schon viel zusammen. Wahnsinn. Verschimmelt sind jetzt. Hä? Hat einer in die Hose geschissen und unser ganzes Lehrgut gestapelt. Guck mal bitte hinter mir. Ist einfach alles auf. Ja, stimmt. Überall sind diese Boxen, aber nirgendwo das, was da drin war. Das triggert mich ein bisschen, ne? Ich will wissen, was da drin war. Da hinten ist die Tür, die einfach oben unten offen war. Ich meinte, guck mal da oben hin. Einfach hingefallen. Du hast mir nicht mal geholfen. Die hat mich umgehauen, die Kohle. Ja. Alle gehen einfach da hoch. Boah. Ja, hier, da hier ist er ja richtig ausgerastet. Da auch. Was würdest du schätzen von der Konsistenz der Farbe, von der Trocknungsgrad? Ich würde sagen Wochenende. Ja. Ne? Ja doch, okay. Wir sind jetzt im letzten Raum eigentlich angekommen. Hier sind alles Akten. Hier sind sämtliche Unterlagen, was die Mitarbeiter verdient haben. Also Personal, diese ganzen Lohnabrechnungen drin. Das ist eigentlich der Wahnsinn. Also das ist eigentlich... ja. Und auch hier sind Kunden teilweise. Auch Obi. Also hier sind Rechnungen von den Kunden, die beliefert haben. Obi und Co. Also da kann man sehen, was die Teppiche dann gekostet haben. Für... die Märkte.
Das ist schon krass, ne? Also es gibt zwar hier auch Safes, die auch verschlossen sind, ne? Also sind ja überall hier verschlossen. Was ist das? Was ist das? So, das ist ja so. Das ist ja so ein Drucker oder so, ne? Das ist wie so ein Bankauszug, wa? Krass. Ja. Was ist das? Fachmittel. Ja, sind doch Rechnungen. Guck mal, sind ja überall Beträge. Also, guck mal. Das nennt sich Journal 2004. Ja, ist schon krass. Also Location ist schon sehr interessant. Und wieso, weshalb die so verlassen ist und so viel hinterlassen wurde und wieso jetzt innerhalb kürzester Zeit hier so eine Verwüstung stattgefunden hat, das ist schon alles... Ja... Behaltet es in Erinnerung, wie ihr es bei uns gesehen habt oder bei anderen, denn das wird bald nicht mehr sein. Wir haben eben schon gesprochen, wir waren ja auch damals in, wo war das mit dem Puff? Wuppertal. In Wuppertal waren wir in dem Puff, haben wir auch ein Video, also ein Stückchenweise gemacht, Instagram vor allem. Krankenkasse. Nee, ist alles. Lohnkontenabrechnungen. Und das ist halt irgendwie eine Woche oder so später abgebrannt. Also wir waren mit die Letzten, die da drin waren. Wir sind auf jeden Fall raus. Wir werden jetzt noch woanders hinfahren und werden fleißig produzieren. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. In der Endcard ist noch ein Video von uns. Und tschüss.